Hallo, ich bin Waldi und heute mache ich noch eine Pizza-Rezept und das wird Pizza Hawaii. Wie ich das mache, du kannst in meinem Video sehen, bitte nicht umschalten und bleib bitte dran. Hallo, ich bin Waldi und heute mache ich noch eine interessante Pizza und das ist Pizza Hawaii. Und Pizza Hawaii ist sehr beliebt in meiner Familie, auf jeden Fall meine Frau und meine Tochter mag das sehr. Und deswegen, also ich habe mir gedacht, also ich mache heute auch also dann eine Pizza Hawaii. Was für mich interessant war, dieses Pizza stammt nicht aus Italien, sondern aus Kanada. Im Jahr 1962 ein Gastronom, Sam Panopoulos, ich hoffe, also habe ich richtig ausgesprochen, hat das erfunden und seitdem diese Pizza also wurde sehr berühmt geworden. Und bei Pizza Hawaii also muss nicht zu viel sein, also auf jeden Fall, da brauchen wir richtiges Pizzateig, Ananasstückchen, Pizzasauce, italienische Kochschinken und Pizzakäse. Ein bisschen Olivenöl auf jeden Fall. So, dann ziehe ich meine Schürze. Ich benutze die nur mit Teig arbeiten. So, dann kann ich anfangen mit dem Teig. Und Teig mache ich wieder ein bisschen anders, also nicht wie ich immer gemacht habe. Weil ich habe noch ein Rezept also gefunden und ich denke, dieses Rezept wird also dann richtig passend. Weil da muss man nicht zu viel Zeit warten, also bis der Teig fertig wird. Da brauchen wir so circa 8 bis 9 Stunden. Also auf jeden Fall also kann man fast alles also in einem Tag machen. So, und für dieses Rezept brauche ich also dann 1 Kilo Mehl Typo 00 oder deutsches Mehl 405. Dann 32 Gramm Salz, 5 Gramm frische Hefe oder 2,5 Gramm trockenes Hefe. Und 650 Milliliter Wasser. Da sieht man, das Rezept ist ein bisschen komplett anders, also nicht wie ich immer gemacht habe. Also auf jeden Fall, da fehlt Olivenöl. Und Hefe habe ich auch also bis jetzt also immer nur 1,5 Gramm genommen. Und jetzt nehme ich also dann 5 Gramm. Dieses Rezept hat mir ein Profi gegeben und ich hoffe, also dieses Rezept wird auch also mit dem Grill auch sehr gut passen. Schauen wir mal. Aber zuerst muss man nicht Mehl reinmachen, sondern Wasser. Ich lasse noch ein bisschen Wasser, sage ich auch also warum. Da kommt zuerst also in ein Glas, mache ich dann Salz, Salz rein, restliches Wasser. Das brauche ich nachher. Hefe brauche ich nur 5 Gramm. So ungefähr, das ist jetzt 5 Gramm. Frische Hefe mache ich zuerst sehr gut im Wasser verteilen. Jetzt kommt dann Mehl. Ich habe schon im Video auch gezeigt, also dass ich mit Küchenmaschine gearbeitet. Ehrlich zu sagen, ich war nicht so begeistert, weil alles, was ich bis jetzt mit Händen gemacht habe, hat mir besser gefallen. Und deswegen, heutigen Rezept mache ich auch also mit Händen mindestens 15 Minuten richtig kneten. Wasser mit Salz. Nach 20 Minuten hartes Arbeit, jetzt habe ich Handschuhe angezogen. Teig ist komplett anders, wie ich bis jetzt gemacht habe. Warum anders? Weil der klebt wie verrückt. Ich mache jetzt ein bisschen Olivenöl, damit das Teig nicht klebt. Also, Teig, da sieht man, der ist jetzt richtig weich geworden. Und noch ein bisschen auf dem Brett bearbeiten. Und sage ich nochmal, ich bin absolut kein Profi, aber bis jetzt alle Pizza, was ich bis jetzt gemacht habe, hat immer perfekt funktioniert. So, und dann brauche ich noch ein feuchtes Tuch. Feucht wird, nicht nass. Und dann machen wir alles zu. So circa für eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur. Jetzt mache ich Teig teilen auf 6 Bällchen und
und jede Bällchen wird 280 Gramm. Und dann lege ich das alles in einen Plastikbehälter. Das ist extra also für Pizza vorgedacht, das ist für Lebensmittel geeignet und ich habe schon also ein paar Mal im Video gezeigt. Und wird in diesem Box 6 bis 8 Stunden bei Zimmertemperatur bleiben. Da muss man nicht im Kühlschrank reinstellen. Und da sieht man Ende Oktober, das regnet volle Pulle. Aber ich hoffe, das stört uns nicht. So, und ich schalte jetzt meinen Grill an. Alle Brenner auf volle Leistung. Früher habe ich also zwei Pizzasteine gehabt, jetzt habe ich eine schon abgegeben, weil eine reicht mir vollkommen. Er muss also zuerst also dann richtig voll heiß werden, das ist also so ungefähr 40 bis 45 Minuten. Und danach eine Pizza nach dem anderen und das geht im 5-Minuten-Rhythmus und das geht also dann richtig wunderbar. Und jetzt für meine Pizza brauche ich also dann Pizzaschaber. Ich habe ihn schon auch also im anderen Video gezeigt und funktioniert anwandfrei. Ja, einziges Nachteil, der nimmt also schon ziemlich viel Platz, deswegen, wenn ich keine Pizza mache, der hängt bei mir also in der Garage. In Pizzasauce San Marzano, ich habe jetzt also das alles also dann durchgequetscht und da mache ich auch Basilikum. Basilikum, dann kommt Olivenöl, Pizzakäse und geriebene Mozzarella. Oregano mache ich auch in Pizzasauce. Das ist jetzt Semola. Obwohl heute ist richtig nass und frisch also draußen, aber mein Grill jetzt bei 350 Grad und das gefällt mir sehr. Ja, dass die Temperatur nicht drunter geht. Und dann richtig rausholen. Und was mir an dieser Plastikbox gefällt, da kannst du wieder zumachen und Teig wird nicht austrocknen. Das gefällt mir aber sehr. Teig gefällt mir sehr, der ist richtig weich. Aber ehrlich zu sagen, Teig vom 24 Stunden hat mir besser gefallen. Obwohl der ist auch nicht schlecht und sage ich also für 8 Stunden, da kannst du nichts sagen. Zuerst Soße. Geriebene Käse, dann italienisches Kochschinken, und Ananasstückchen. Das muss auch also so ungefähr süß-sauer Geschmack sein. Manche machen noch Mais rein, ich mache das nicht. Genau. Aber Leute, das sieht sehr, sehr gut aus. Und so ist Hawaii Pizza. Jetzt kommt das auch ins Grill rein. So, jetzt ist noch 5 Minuten vorbei, dann kann ich meine Pizza holen. Tada! Pizza ist fertig. So, jetzt schauen wir mal, also, was bei mir geworden ist. Also auf jeden Fall, Pizza sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt schauen wir mal, was hat damals Kanadier rausgedacht. Da muss man sehen, Rand ist auch richtig fluffig geworden. Pizza ist sehr heiß, aber sehr lecker. Mir hat es gefallen, hat es geschmeckt. Ich hoffe, mit meinem Video ich kann dir behilflich sein. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche dir Gesundheit, Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal. Aber schmeckt richtig gut.